Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Oddworld ist doch, es ist Oddworld New and Tasty. Ich wollte schon Apes Odyssey sagen. Aber es ist ja fast das gleiche, nur ein bisschen grafisch aufgehübschter. Ja, wir befinden uns hier gerade in Scrabania. Und wir sehen ja. Ich komme schon wieder mit der Steuerung nicht zurecht. Wir sehen wieder im Hintergrund diesen tollen Tempel. Holla, die Waldfee. Ich habe gerade quasi 1,1 Kilogramm Mango verputzt. Stimmt aber nicht so ganz, weil die getrocknet war. Aber die war schon sehr lecker. Ja. Ich muss irgendwann. Ich habe ja noch so Reststücke vom Speckstein. Und ich glaube, ich mache mal irgendwie sowas, was ich in mein Zimmer hänge, was irgendwie so aussieht wie das, was da hinten hängt. Mit diesem Loch und dann dem Seil da drum und so. Ich glaube, das mache ich mal irgendwann. Ich wollte eh noch in Bastelladen. Und dann kann ich mir dann da auch noch gerade die Utensilien mitbringen. Gut, dann gehen wir erstmal hier unten. Hier zu Mr. Hand auflegen. Jetzt haben wir auch alles durch. Mikro etwas weiter weg, weil ich zu laut bin. Um Elum zu besteigen, stellst du dich vor ihn und drückst Quadrat, Doppelpunkt, Ausgang. Ja, kommt halt drauf an, wie rum man das macht, ne? Wie rum man hier spielt, weil man kann ja auch hierhin zuerst gehen. Und dann wäre halt blöd. Oh, Entschuldigung. Touchsteuerung. So, der ist hinüber. Komm, lauf rein. Yay! Den können wir, glaube ich, von hinten übernehmen, ne? Dann müssen wir erst hier rüber. Du stehst da. Ja, genau so. So. Wie war das denn? War das hier rein, ne? Ja, genau. Können wir hier den Hebel betätigen? So. Fast reingelaufen. Genau, dann können wir nach hinten und dann können wir hier Mr. Slick bechanten. Und den hinten in die Minen reinjagen. Weil ich glaube, wenn wir den nicht da reinjagen, läuft das Elum da rein. Kann aber auch sein, dass ich mich irre. Das sieht ja alles so schön aus, ne? Ach, wir müssen hier eh noch hoch. Und wie das gleich an diese riesige Glocke, die goldene da, die man im Hintergrund sieht, wie das gleich dagegen donnert, das ist so toll. Das ist so süß. Wie das so. Boing. Ah ne, Mr. Elum kommt von rechts. Ich dachte, Mr. Elum wird von links kommen. Na gut. Hallo. So. Ab geht's. Yay. Scrabanische Schluchten tief und breit, doch nichts ist ein Elum zu weit. Einem Elum zu weit. Ich kann das einfach nicht lesen. So. Jetzt gleich kommen wir, glaube ich, zu der Stelle, die ich so richtig geil finde von der Aussicht her. Ich muss mal gucken, ob ich das hinkriege, dass ich da anhalten kann. Also ich habe das schon mal hingekriegt, aber das ist halt so ein Ding, ne? Da läuft man schnell mal vorbei. Oder man läuft in den Abgrund. Okay, hier war das noch nicht. Da müssen wir auf jeden Fall weiter. Was ist das für ein Konstrukt da im Hintergrund? Das ist auch eine Glocke für irgendwas, so wie das aussieht. Oder so ein Gong. So. Das sieht schon sehr interessant aus. Ist mir vorher noch nie aufgefallen. Und hier dieses komische Kugelding mit dem Feuer ist auch toll. Wenn es da nur nicht so warm wäre, ne? Da sieht man übrigens, da war ein Blümchen.
Hier waren eben Blümchen. Hab ich die gesehen? Wo habe ich die Blümchen gesehen? Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht waren sie auch drüben irgendwie. Da sind die Blümchen. Hier. Ah, ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn ich jetzt hier abspeichere. Ich wusste jetzt nicht, ob ich den Sprung hier hinkriege. Aber wir sind immer noch nicht an der Stelle, die ich meinte, die so geil ist. Huch. Ich will das jetzt nicht verpassen. Ich glaube, das ist hier so gemacht. Da ist noch so eine Kugel. Ich glaube, das wäre eben auch eine Kugel und nicht so ein Gong. Ich glaube, das ist hier so gemacht, dass man hier überall drüber kommt. Aber das ist so toll mit dem Nebel. Mit diesem lila Nebel. Wölkchen, whatever. Oh. Okay, dann kommt das hier doch nicht mehr. Ich meinte auch, da wäre man von links nach rechts gelaufen, wo das war. Ilum durchquerte flugs die Lande, um mit den Eingeborenen zu knüpfen. Die Bande. Hier war das, glaube ich. Und da sieht man auch im Hintergrund so ein Steinscrap. Ein Steinscrap. Schon sehr cool. Die Suche nach den Geisterringen oder sowas? Ich glaube, ja, auf jeden Fall, es kommen hier Geisterringe, deswegen denke ich mal, dass da Geisterringe stand. So. Quietsch, 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 quietsch. Hallo! Hallo. Den habe ich jetzt auch mal wenigstens verstanden. Weil der Ton von links kommt und nicht von rechts. Aber wenn er wieder auf der rechten Seite steht, dann habe ich wieder Probleme, das viel zu verstehen. So, machen wir hier erstmal der Hut. Schön ist, dass der uns das jetzt immer wieder gibt. Ohne, dass wir nochmal irgendwas machen müssen. Oh. Sieht so toll aus. Und dieses komische Ballding da im Hintergrund. Ich würde mal gerne wissen, was das hier alles so für Bedeutungen hat und so. Guten Tag, Mr. Mine. Wie geht es Ihnen? Komm mal mit. Nicht, dass du mir hier in die Luft fliegst, ey. So, die sind alle kaputt und wir holen uns einen neuen Jojo. Weil wir brauchen unten noch mal einen. Jojo. Aber wir holen uns jetzt hier erstmal das Passwort. Tief, hoch, tief, pups. Oder brauchten wir den hier nochmal? Nö. Oh, jetzt stehe ich wieder auf der rechten Seite. Dankeschön. Ich habe den jetzt. Ich habe gar nichts gehört von dem. Ich muss unbedingt mal nach meinen Boxen gucken, aber irgendwie habe ich auch keine Lust drauf. Es funktioniert ja ansonsten, ne? Deswegen bin ich da eher faul. Eigentlich könnte. Nee. Ich behalte mir die mal, weil an einer Stelle ist das schon von Nutzen, wenn wir die haben, wenn ich die nicht vorher schon irgendwie aus Versehen verballer. So, das war nice! Holy! Na, ich glaube, wenn wir durch die Tür gehen, ist eh vorbei. Ich glaub, wir können das nämlich nicht mitnehmen, aber... Okay, ich muss da unbedingt... Was ist da passiert? Ich habe nirgendwo hingezeigt. Halt! Halt! Halt doch mal an! Anhalten! Oh.
einfach drüber. Zwar barg der Tempel große Gefahr, doch Abe zu allem entschlossen war. Ah, jetzt kommt das, glaube ich. Und unser Flüm-Flüm ist weg. Nochmal schöne Kakteen. Okay, da liegt einer. Ich schätze mal, da müssen wir volle Möhre durchrennen. Ja, genau. Und da sind wieder Autos draußen. Das mag ich sehr gerne. Ja, das war gut. Die Suche nach den Stern. Ich kann das einfach nicht lesen. Ich habe jetzt auch auf meinem kleinen Bildschirm geguckt. Nur da war es jetzt, glaube ich, irgendwie ein bisschen zu klein. Zu klein. Meine Stimme kackt ab. Ja. Hier können wir nichts, ne? Ne, haben wir noch nicht. Mr. Elum. Übelst am Abschmatzen, ey. So. Hier sind die Ringe, die wir brauchen. Habe ich keins. Aber das, man kann... Kann ich euch zeigen. Ich weiß das Passwort jetzt nicht, aber man kann sich das ercheaten so ein bisschen. Ich zeige euch mal. Do you know the password? Okay, jetzt wissen wir schon mal, dass es mit Tief anfängt. Okay, vielleicht haben sie es geändert. Nee. Es war zweimal tief. Zweimal hoch. Tief. Pups. Weil der sagt nämlich direkt, dass es falsch ist, wenn man was Falsches macht. Ja. Das war nämlich beim Alten, glaube ich, nicht so. Der hat, erst wenn man einen Pups gemacht hat, hat er gesagt, ob es richtig ist oder falsch. Meine ich mal. Ach, ich bin zu... falsche Richtung. So, wir müssen hier Bömmchen kaputt machen. Oh, und jetzt kriegen wir hier Bienchen. Braucht ihr Bienen? Ja. Jetzt müssen wir die... Don't die. So. Du kommst jetzt aber nicht zu mir. Du läufst weiter nach rechts, bitte. Dankeschön. Tim, 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 tim. Hallo, da bist du ja wieder. So. Auf jeden Fall habt ihr jetzt gesehen, wie man sich das ein bisschen ercheaten kann. Wieder einfach auch diese Ringe einfach nutzlos, einfach nur zur Deko irgendwie in der Wand hängen, ne? Und sowieso hier dieses Konstrukt, wo das Seil von dem Lift drüber geht, dass das dann oben noch so eine Sichel hat oder irgendwie, ja, ich weiß nicht. Die Stimmen hier von diesen Eingeborenen kommen, glaube ich, sogar von Fans, habe ich mal gelesen im Forum. Ich glaube, da haben sich auch einige drüber beschwert, wie da teilweise am Chanten waren. So. Haben wir alles? Ja, wir haben alles, weil dieser, der Lift ist, wenn wir sterben, nicht mehr da. Ich sollte vielleicht aufsteigen. Ich glaube, hier kommt noch eine Mine. Nein. Wo kommen wir denn raus? Ah, hier. Nice. Hier hätten wir jetzt das Passwort bekommen.